Hallo alle zusammen, hier ist das Spinnenfahrzeug von Spider-Man und wenn man das bewegt, sieht man, dass sich hier die Füße mitbewegen, die aber vor- oder zurückgeht. Und diese Füße bewegen sich recht gut, egal ob man jetzt hier einen glatten Tisch hat, die Fliesen, einen Teppichboden, ja sogar draußen auf der Terrasse ging das und meine Kinder haben auch schon damit auf dem Rasen gespielt, wobei die Füße sich da natürlich nicht ganz so gut bewegt haben. Was ist alles dabei? Hier ist ein Spider-Man-Figürchen dabei, so eine Action-Figur. Die Spinne, die jetzt hier vorne die Zangen aufmachen kann und Gegner aufessen kann. Wir haben hier eine Wasserpistole im Kopf, den kann man abmachen, den Kopf. Und dann hat man eben hier eine Wasserpistole, die die Kinder recht gut halten können und schießen können. Aber man kann natürlich auch direkt hier drin schießen. Ich muss sagen, sehr zum Leidwesen der Eltern, weil das Teil kommt bestimmt 3 Meter weit. Und dann wird man eben auch mal nass innen, deswegen habe ich die auch eher rausgeschickt auf die Terrasse mit dem Spielzeug. Ansonsten haben wir hier noch 2 Pfeile, die verschossen werden können, muss man hier drauf drücken, 1 und 2, und die lassen sich eben sehr leicht auch wieder hier einstecken, sodass hier ein bisschen Spielspaß aufkommt. Ja, und dann kann man eben entweder spielen, dass Spider-Man hier die Spinne als Feind sieht, oh, kann ich mal nachspritzen. Man sieht also, die Wasserpistole hat ordentlich Wumms und man kann hier wirklich Spider-Man gegen Spinne spielen oder wenn man andere Actionfiguren hat, natürlich Spider-Man gegen die anderen. So kommen wir auf den hier auch noch schießen können. Ja, natürlich. Also alles ist möglich mit dem Teil. Macht euch auch Spaß, sehr robust und ja, mit vielen beweglichen Teilen, kann man sagen.